Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 14. Folge. Gerade eben haben wir gegen die zweite Schwester gekämpft. Boah, habe ich mich gerade erschrocken. Und erfolgreich gewonnen. Na gut, also gewonnen ist unentschieden, würde ich sagen. Aber sie ist schwach. Sie nutzt immer die gleichen Attacken. Danke für die Hilfe, BD. Du hast mich gerettet. Und uns näher zum Grab gebracht. Na, siehst du, sie konnte hochheben. Ich dachte schon, die wirkt mich jetzt wieder auf Raider. Hätte ich mir schon Sorgen gemacht. Aber da sind wir endlich. Wir sind da. Es ist anders als das andere Grab. Grab von Mithral. Fällt mir nicht. Neues Ziel zur Holo-Karte hinzugefügt. Ich hab's. Aber sie. Warum habt ihr nichts gesagt? Weil sie eine Lügnerin ist. Du. Wie? Ich habe den Funk in dem Moment umgeleitet, als du sie kontaktieren wolltest. Das Hacken verschlüsselter Nachrichten war früher eine Art Hobby von ihr. Sie hat's mir beigebracht. Es gibt keine Technik von Seer, die ich nicht perfektioniert habe. Die Entstehung der zweiten Chance. Okay. Hey, Big Guy. Unfair. Ist auch unfair. Digga. Werfen wir einen Stim zu BD. Wie kriegt er mich hier schon, Alter? Was ist jetzt hier los? Ja, sehr regnerisch hier. Hier muss wieder eine Kugel rein. Oh, nicht schon der Kugel, ey. Hab ich langsam die Nase voll davon. Ha, die Kugel ist da oben. Und wir hier unten. Was ist das? Mein Freund, diese Geräte simulieren die Schwerkraft dieses Planeten. Ich bin sicher, das ist ein Leitmotiv. Okay, Checkpoint. So, wir chillen erstmal. Fähigkeitspunkte will ich mir nur aufsparen. Läuft die Zeit davon. Wofür? Meine Späher haben hinten im Grab ein interessantes Artefakt entdeckt. Ich studiere es gerade und lüfte seine Geheimnisse. Cordova hatte wohl einiges für diese Sepho übrig. Vielleicht genug, um das Holokron in ihren Gebeinen zu verstecken. Ja, mal sehen, was du rausfindest. Kann ich an ihm dranbleiben? Hier auf, Beido! Ich werde dich besiegen, Jedi. Ich kontere dich jetzt. Okay, was ist das hier? Okay, aus irgendeinem Grund hatte ich jetzt irgendwie das Interesse daran, mich daran irgendwie auf zu quetschen zu lassen, so rum. Frag mich nicht warum. Hallo.
Ziemlich dunkel hier. Das kann ich auch noch nicht nutzen, den Scheiß. Wir kriegen ja gleich was. Ich merke das schon. Wir kriegen hier gleich eine neue Fähigkeit. Sehen wir nach. Das können wir auch noch nicht alles nutzen. Gehen wir, BD. Hey, BD. Siehst du mal an? Komm, neues Lichtschwertfarbe. Was ist das, BD? Neues Lichtschwertmaterial. Aber. What we are doing now? Was ist, wenn ich das hier zur Seite schiebe? Lässt sich gar nicht. Okay. Ne, wird nichts. Ich raff's noch nicht. Noch raff ich's nicht. Lass uns mal hier lang gehen. Dann haben wir doch irgendwas hier übersehen, oder? Da, man sollte es aufheben. Das ist für das Loch. Damit kann ich nichts anfangen. Spawnen da und diese Mistviecher neu. Okay. Ich habe eine Karte. Karte sagt ganz gut, wo wir nicht lang sollen. Karte sagt, ich war da hinten noch nicht. Mein Freund, der Fund hier ist beunruhigend. Was soll man hiermit machen? Kann ich das irgendwie schieben? Ich raff das irgendwie gar nicht. Nee. Ah. Ah. Genau, ja, das tut. Wir müssen den Scheiß wieder ausschalten, diesen Magneten, das ist das. Ah, ja, ja, ich sehe ein Freundchen der Ecke. Da. Werf einen rüber, BD1. Hilfe, BD. Alter. Bin ich fest. Teile werden nicht einfacher. Mal eben so anmerken darf. Naja, ich will mich noch nicht hinsetzen. Da kommen wir niemals rüber. Ich gehe zurück und melde es dem Trupp. Brauchst du nicht. Hey, ich muss doch nur an den Wänden laufen. Was ist denn daran so schwer? Stellen sie aber auch an. Ich stellen sie aber auch an.
Hey, hey, chill mal. Hey, was ist jetzt los? Hat losgelassen. Noch ungefähr viermal oder so darf er nichts machen. Weiß ich, hol jetzt sogar den Schwung. Dafür mein System zu bitte. Dieser Scheiß. Dann will der wieder nach 30 Sekunden neu spawnen. Neue Soldaten in dieses Grab. Hast du Angst, selbst anzutreten? Hätte sich dein Droide nicht eingemischt, hätte ich dich problemlos erledigt. Ruhig, Kumpel. Ignoriere sie einfach. Ja. Versucht, aber es waren zu viele. Achtung! Wir schaffen das! Ich kriege ihn nicht! Das wird nicht alles gut sein! Oder doch? Bist ein richtiger Wurfmeister hier. Schmeißt fast so schlecht die Bälle in echtem Leben wie ich. Wenn ich bald einen Lebenscheckpoint wieder bekomme, dann stimmt's wirklich. Weil ich falle verdammt oft runter. Ich stelle mich gleich einfach gerade nur unnötig doof an. Oh nee, nicht du schon wieder. Ich bin einsatzbereit. Streng dich mehr an! Bist du nervös? Ich brauche eine Herausforderung! Kann ich nicht so einfach machen? Schneller als ich dachte! Zeig mir, was du kannst! So. Wir machen unseren geilen Finisher auch dann mit den Sistern. Okay. Ich habe gerade kurz überlegt, ob das richtig so ist. Ob ich das ja nur unterwegs noch einfrieren kann. Wie sehr ich jetzt für einen Checkpoint geben würde. Oh mein Gott. Eklig versteckt er, also ein richtiger Camper ist das. Deswegen starb er jetzt auch wie einer. Okay. Ich überleg gerade. Ist doch was wahrscheinlich, was ich jetzt unterwegs anhalten muss, oder? Ja. Das muss ich echt unterwegs anhalten, den Scheiß. Das war ein bisschen zu schnell. Ah, ich hab's verstanden. Ich muss einfrieren, drücken, draufklettern, dann schleudert mich das ja nach hinten. Ist halt nirgends so ein Checkpoint. Tada. Geschafft.
Soll ich da drauf? Nö. Mein Herz schon pumpt. Ich weiß, dass ich fast tot bin. Und dass ich dann wieder ganz hinten spawnen darf. Ach, nicht die schon wieder. Oh. Vielleicht fällt der runter. Also wenn ich das jetzt hier durchschaffe, ne, dann. Aber dann. Dann nennt mich Skiller des Jahrtausends. Ich glaube, es reicht sogar, wenn ich jetzt einmal runterfalle, da bin ich, glaube ich, schon hin. Eine Lampe. Komm schon, irgendwo ein Checkpoint. Es gab schon so lange keinen mehr. Aha. Blockier mich nicht. Dem Imperium wären viele Artefakte entgangen, wenn du auf diesem Planeten nicht eingegriffen hättest. Ist das den Preis wert? Projekt Bora soll teuer gewesen sein. Sturmtruppler und Arbeiter. Verzichtbare Ressourcen. Du bist ein Monster. Dafür trägt Fear die Schuld. Das nicht. Ah, oder man macht das so. Dass sich immer so in die Luft rüberschmeißen. Abkürze. Wie Abkürze? Kommt alles sehr bekannt vor. Ich nehme an. Ah, da. Oh, bitte, bitte. Puh. Das fühlt sich schon besser an. So wie ich das Spiel kenne, wird es auch noch eine Ausgrabungsstätte geben. Es gibt immer drei. Das ist ja auch der Klassiker. Oder ich lerne jetzt hier das Ziehen und. Ja. Ich nehme an, ich muss die Kette irgendwie dann abreißen. Habe langsam das Gefühl. Stirb, Jedi Abschaum! Stirb wie die anderen! Akzeptiere deinen Untergang! Ha, du bist stark! Leide, Jedi! Du kannst nicht entkommen! Herr Bruder. Meine Hand wird nicht zögern. Wie soll ich noch bei sowas entkommen? Ich hänge hier fest, Mann. Ich werde dir beim Verbluten zusehen. Was hast du gefunden? Es wird nicht einfacher, muss ich sagen. Hui. Na los, holen wir ihn uns! Ja, alles klar. Feuer! Schieß auf das Ziel! Auf den Ziel! Weiter! Ich kann keine guten Treffer landen. Kanett! Das Skill reicht natürlich, so wie immer. Das sieht auch wieder sehr lustig aus. Ich freue mich schon. Ich habe das Artefakt zur Analyse auf mein Schiff gebracht. Schade, du warst leider nicht da. Es ist egal, was. Du wirst das nie verstehen. Und du schon? Das wirst du bald erfahren. Das Risiko gehe ich ein. Mhm. Okay.
dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir dann wahrscheinlich das Geheimnis dieser Kammer lüften. Dann komme ich schon langsam vor über Borderlands und somit auf Wiedersehen.